Das sind die allergeilsten Spare Ribs, die ich kenne. Und so einfach machst du es in Dutch Oven. Dafür nehme ich Duro-Krippchen und löse die Silberhaut mit einem Löffel. Für einen besseren Grip benutze ich Küchenrollenpapier. Jetzt würze ich das Fleisch mit Magic Dust und spart bei den Gewürzen nicht. So wird es richtig lecker. Nun benutze ich 4 richtig geile Zwiebeln und schneide die in grobe Halbscheiben. Diese tue ich in den Dutch Oven und würze die auch mit Magic Dust. Damit nichts anbrennt, schütte ich noch ein bisschen Bier hinzu. Als nächstes werden die Rippchen finigran in Dutch Oven platziert. Hier sollte das Fleisch den Topf nicht berühren. Und zu guter Letzt gebe ich meine selbstgemachte Barbecue-Soße über das Fleisch und massiere es autoritär und doch zärtlich ein. Decke zu und Kohle an. Nachdem die Kohle durchgebrannt ist, lege ich unter Dutch Oven 7 Kohlen hin, so wird es saftig. Und auf den Deckel mindestens 10. Zwischendurch lege ich zur Sicherheit neue Kohle drauf und nach circa 3 Stunden gehe ich zum Dutch Oven, öffne gespannt den Deckel, schaue mir das Fleisch ganz genau an und merke, wie saftig und zart das Fleisch geworden ist. Achte mal, wie sanft das Fleisch ist. Wie eine Schneeflocke.